Aggression. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zum Side Effect Sunday. Diesmal ein relativ kurzes Ding und ohne viel technischen Schnickschnack und verwirrende Fachbegriffe. Aggression ist ein Punkt, der bei Steroiden relativ häufig auftritt. Gerade die Dinger, die halt hart androgen sind, die sorgen dafür, dass man vermehrt Aggressivität ausstrahlt und vermehrt aggressiver wird. Was heißt das? Es gibt ja den sogenannten Roid Rage oder den Tren Rage oder den was weiß ich Rage. Es ist einfach so, dass man durch ein erhöhtes Androgenlevel natürlich einfach aggressiver wird. Das ist halt einfach unser Sexualhormon, das bestimmt unsere Revieransprüche und unsere, was weiß ich, Markieroptionen und so, dieses alles, was aus der Natur kommt, so die Revierstreitigkeiten, die Kämpfe, so solche Sachen. Es hat eigentlich grundsätzlich schon seinen Grund, weswegen der menschliche Körper halt einen gewissen domestizierten Testosteronlevel hat. Wenn man den jetzt natürlich künstlich erhöht, dann muss man halt auch mit den Nebenwirkungen leben, dass man halt ein bisschen biestiger wird. Der Punkt ist, was ich euch nur ans Herz legen kann, ist, fokussiert euch ein bisschen. Ich kenne jetzt genug Leute, die auch einfach in der Wirklichkeit einfach nicht mehr klarkommen, die, was weiß ich, in Clubs irgendwie die ganze Zeit mit Gläsern oder Flaschen oder was auch immer schmeißen, überall Hausverbot haben, ne? Und einfach, weil sie auf ihrem Stoff nicht klarkommen. So, der Punkt ist, ihr könnt das fokussieren. Oder ihr solltet lernen, es zu fokussieren. Das ist auch der Grund, weswegen man grundsätzlich sagt, fangt klein an und steigert euch, damit ihr wisst, wie euer Körper darauf reagiert. Wenn ihr jetzt dem Rat des geneigten Vollidioten im Gym folgt, machst du Testo-Trennen, halt, da läuft schon, dann habt ihr das Problem, dass ihr, wenn ihr vorher noch nie irgendwie so ganz unbedarft immer über eure kleine grüne Blümchenwiese gehüpft seid, ihr auf einmal in der komischen Salzwüste mit zerschnittenen Fußsohlen ankommt und euch jeder Schritt einfach nur aggressiv und sauer macht. Das ist dann relativ schwer zu kontrollieren. Wenn ihr dann anfangt, irgendwie euer persönliches Umfeld irgendwie anzugreifen, wenn ihr dann irgendwie anfangt, die ersten Anzeigen zu sammeln, weil ihr irgendwelchen Leuten sinnlos ins Gesicht schlagt, dann muss man sich doch irgendwie denken, okay, ist das jetzt immer noch sinnvoll? Ist es noch das, warum ich das mache? Weil das kann ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. Also fangt an zu fokussieren, steigert euch langsam in die Punkte rein, geht dann hin und sagt, bringt die Aggression an die Hantelstange, bringt da einfach Gewicht hoch, sagt euch alles klar, hier ist die Aggression im richtigen Ort und nicht irgendwie im Club, zu Hause, wo auch immer, auf Arbeit, beim Einkaufen, beim Autofahren. Oh, was ich schon gesehen habe, Leute, die werden einfach, die fahren an eine Kreuzung, so irgendeine nervt, die steigen aus und machen dann Affen. Es gibt, glaube ich, ein sehr schönes, oder eine Reihe von ganzen Roid Rage Videos. Könnt ihr einfach mal bei YouTube reinhämmern, so Roid Rage. Dann seht ihr schon irgendwie Bodybuilder goes crazy, was weiß ich so. Das ist der Punkt, wenn die Leute das nicht unter Kontrolle haben und wenn sie einfach overpacen, wenn sie halt einfach so viel Stoff in sich reinschaufeln, den sie nicht mehr handeln können. Da sind wir aber dann falsch, weil wir wollen ja Sport machen und wir wollen nicht auf der Straße irgendwelchen Leuten die Köpfe einschlagen. Also, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt anfangen irgendwie oder für sich entschieden hat, das zu tun, dann sollte man doch bitte tunlichst auch damit entweder sein persönliches Umfeld immer irgendwie einpflegen und sagen, pass mal auf, ich habe das und das vor, es könnte sein, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen manchmal ausflipp oder so. Nimm mir das nicht übel, das ist jetzt meine Gewöhnungsphase da dran und so, ja, weil sonst habt ihr nachher irgendwann keine Freunde und keine Familie mehr, steht alleine da. So ein Bizeps aber alleine bringt halt auch nichts, ne? Ist halt blöd, kannst halt keinem zeigen. So, und bringt die Aggression an die Stange und dann sollte das halt auch funktionieren. Grundsätzlich zu sagen, ich hau mir dann irgendwelche Upper oder irgendwelche Downer rein, die halt entweder mich hier so, hier, ne, easy peasy, so Opiate oder so eine Scheiße, bin ich absolut kein Fan von. Ja, das ist, da bekämpft die eine Nebenwirkung mit der anderen Nebenwirkung, mit noch einer Nebenwirkung und das ist totaler Blödsinn. Fangt an, das zu kontrollieren. Wenn ihr das nicht kontrollieren könnt, dann seid ihr einfach falsch auf der Seite. Könnt ihr halt, dann müsst ihr halt auch damit leben, dass ihr dann halt relativ schnell im Knast seid, weil ihr irgendwie irgendwann unkontrolliert auf Trenn irgendeinem den Kopf abdreht. Ne? So. Dementsprechend kontrolliert euch, fokussiert euch, bringt die Aggression kontrolliert an die Stange
In diesem Sinne, Aggression, Side-Effects, nee, bleibt geschmeidig.